Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja Leute, das letzte Mal haben wir ja hier ein paar Burgen gefunden, die zwischen uns und den Johannitern stehen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber Burgen sind ja bekanntlich schwerst allergisch gegen Triboke. Und da wir vermutlich jetzt eigentlich das meiste an gegnerischen Einheiten soweit eliminiert haben, sollte das ja auch kein großes Problem mehr sein. Hoffe ich zumindest. Können wir grundsätzlich auch mal unsere Freunde hier rüberziehen. Könnt ihr auch da stehen bleiben. Kommt auch rein. Oh Gott, was seid ihr denn? Genau, versteckt irgendwo, wo er keinen Schaden anrichtet. Genau. Perfekt. Also. Ja, also man sieht, ne? Burg gegen Triboke ist einfach. Naja, klappt nicht so gut, ne? Also für Triboke ist natürlich toll. Für die Burgen ist es ein bisschen blöd. Deswegen sind es natürlich auch die. Also reine Verteidigungsanlagen sind zwar schön gut, aber ohne Verteidigungstruppen hält das eben doch nicht so lange. Vor allem wenn die KI mal ein bisschen sinnvoll handelt. Und meistens hat die KI, also in Scharmützel haben wir es ja oft genug gesehen, die bringt dann gern mal ein paar Ramböcke und ein paar Triboke mit. Ziemlich schnell. So, dann machen wir den Gegner noch ein bisschen blind. Die stören zwar nicht, aber wenn er uns nicht sieht, ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ansonsten, ich würde sagen, weiter geht's. Wenn wir noch irgendetwas sehen, dann können wir natürlich schon eingreifen. Ich glaube, so weit ist es auch. Ich glaube, wir haben soweit fast alles eliminiert, was uns gefährlich hätte sein können. Zugegeben, da oben hat es noch ein paar Kanonen und ein paar Kamelreiter. Aber ich glaube, die machen dann auch nichts. Ich glaube, der ist da. Genau. Dachte ich's mir. Ah, schon fast ein Overkill mit vier Tribocken. Ach, so ein kleinen. Was ist das? Ein Beobachtungsposten oder so ein Spaß. Ja, Außenposten, genau. Es schießt ja nicht mal. Von dem her eben, sie sind nicht gefährlich, es ist einfach. Wenn wir den Gegner ein bisschen blind machen, ist auch nicht so schlecht. Ah, da oben hat es noch See. Interessant. Einen See haben wir gefunden. So, perfekt. Das ist noch die letzte Burg. Die holen wir uns natürlich auch noch. Einfach weil. Zerstörungswahn und so. Das muss. Dann 2, 3, 4. 6. Ja, mal hier rüber. Eins kann ja auch schon mal näher ran. Ah, ihr seid schon wieder fit. Wunderbar. Gleichzeitig können wir da noch ein bisschen die Gegend scouten mit unseren Triboken. Die sehen ja recht weit. Falls da noch irgendetwas rumstehen sollte. Vor allem truppentechnisch weiß man ja nie. Vielleicht reagiert es einfach nicht auf uns, weil KI, ne? Ja, ich glaube, das ist erledigt. Okay. Und die letzte Burg, wie versprochen. So, los. Zwei. Ihr könnt ja schon mal da hinreiten und sich die Sache angucken. Ob es da sonst noch irgendetwas Spannendes gibt. Ah, okay, da geht es eigentlich direkt zu unseren Freunden, so wie es aussieht. Yep. Das wäre der eigentliche Weg. Wollen wir noch den Rest erkunden und die Kanonen erledigen? Ich glaube, es ist nicht mal so wichtig.
Kann ich mal gucken, ob wir noch an die rankommen. Ja, da geht's auch zu unserem Freund. Ach so, da wäre, glaube ich, der Eingang oder der Weg zu den Kanonen und Kamelreitern. Aha. Ui. Ui, 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 da hat's ja Wölfe. Hat's ja verdammt viele Wölfe eigentlich. Die lasse ich, glaube ich, sogar einfach mal stehen. Weil wenn die Kamelreiter kommen, sollten die Wölfe sie ja auch angreifen. Hoffe ich jetzt zumindest. Ja, die Wölfe sind... Das ist ja ein richtig fetter Rudel da. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, latschen wir doch. Ja, das war dorthin, wo wir hin sollten. Eigentlich da unten noch ein bisschen scouten, quasi. Hat's da... Oh, ja, es hat noch da. Da hat es noch so ein Ding. Genau, er kommt hier vorbei. Eins haben wir runtergeschickt, oder? Das sind die langsamsten. So, hat's hier unten noch irgendetwas Spannendes? Ich glaube schon fast nicht. Sieht nicht so aus. 9 kann sich ja schon mal einpacken. Gut, ich würde sagen, wir rennen mal zu den Johannitern, hören uns an, was sie zu sagen haben und schicken dann wahrscheinlich einfach mal alle unseren Truppen rein. 1 kriegt auch schon mal. Hallo, Freund. Die Streitkräfte von Friedrich Barbarossa, was ist passiert? Ihr seht fürchterlich aus. Marschiert zur Burg! Doch könnt ihr erst einmal bleiben! Zur Burg, alles klar. Wo ist denn die Burg? Achso, da hinten. Ja, alles klar. Ja, sehr gut. Ihr könnt auch rüber. Dann müssen wir eigentlich die längsamsten zuerst schicken. Ihr seid auch langsam. So, dann läuft ja alles. Ah, ja, die Neuen kann natürlich auch gern. Alle zur Burg. Gut, ich glaube, das wird demnächst fertig sein. 10 Einheiten sollten wir ja schon haben. Das sind die Priester. Ah, die Priester sind auch schön unterwegs. Gut. Wieso eigentlich? Achso, da hinten sind... Ja, ernsthaft. Wegfindung hoch, ne? So hoch, es ist ja schon fast gefährlich. Ja, da kommen wir ran. Ohne Verluste. Willkommen, Kaiser Friedrich. Ihr könnt hier verweilen, bis ihr eure Reise ins Heilige Land versetzt. Gut. Ich glaube, wir haben gewinnt. Toll, cool, coole Sache. Wir haben gewinnt. Ja, genau, da oben habt ihr noch ein paar Kanonen gehabt und 2 Kamelreiter. Man hätte hinkommen können, ja. Pff, aber da hat es einen... Oh, das ist ein richtiger Rudel, ne? Okay. Gut, aber ansonsten, ich würde sagen, doch, haben wir ganz gut hingekriegt. Tonnenweise, also punktemäßig... Extremst im Voraus. Barbarossas erschöpftes Heer war in der Julihitze hunderte von Meilen durch zerklüftete Berge marschiert. Als die Männer dann durch Zufall auf den schnell dahinströmenden Fluss Salep stießen, waren sie freudig überrascht,
und dankbar. Barbarossa konnte nicht widerstehen, sich in das frische, kalte Wasser zu stürzen, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Rüstung abzulegen. Mit ungläubigem Entsetzen mussten die Truppen mit ansehen, wie Barbarossa ertrank. Einige waren der Meinung, dass der Kaiser in seiner gepanzerten Rüstung nicht schwimmen konnte. Andere glaubten, dass sein Herz mit 67 Jahren aufgehört hatte zu schlagen. Wie dem auch sei, Barbarossas Kreuzzug endete hier, am 10. Juni 1190. Der heilige römische Kaiser war tot. Genau, das war das, was ich nicht spoilern wollte. Er stirbt da. Genau. Es ist umstritten, ob er ertrank einfach, weil die Rüstung zu schwer war und er müde, oder ob er einen Herzinfarkt gekriegt hat, einfach weil ein 76-jähriger, relativ dicklicher Mann nach einem Tagesmarsch durch die Wüste in einer heißen Rüstung ins kalte Wasser kommt. Das kann dann schon rechte Auswirkungen haben. Auf jeden Fall, eben, also man weiß nicht, ob er ertrank oder ob es ein Herzinfarkt war. Also es gibt verschiedene Theorien, es gibt verschiedene, sagen wir, halbwegs wissenschaftliche Beweise für beides oder Hinweise, dass beides sein könnte. Auf jeden Fall starb er da dabei, leider. Aber es gibt noch eine Mission, denn wir hatten bis jetzt ja nur 5 und ich glaube, es sollten immer 6 sein. Außer bei der Lernkampagne. Von dem her, da kommt noch was. Mal gucken, was es sein wird. Ich habe keine Ahnung. Jetzt gucken wir uns noch schnell die Punkte an. Ja, Gesamtpunktzahl, also definitiv sowas von im Voraus. Militärstatistik, ja, wir haben ordentlich was. Ja, das Verhältnis ist super. Finde ich toll, passt. 1 zu 24? Na, 24,5, ne? Passt. Seldschuken, ja genau, sie hatten noch ein paar Kamelreiter und Kanonen. Da haben wir noch nicht ganz alle 80 erledigt. Sarazenische Schiffe, er hat offensichtlich noch nachgebaut. Naja, tja, Pech gehabt. Wir sind ja drüber gekommen, ohne groß Probleme zu haben. Wirtschaftsstatistik, Konstantinopel hat Nahrung gesammelt, aber nur Nahrung, okay. Gallipoli haben wir ja gesehen, sie haben noch, sie hatten 2 oder 3 Fischerboote. Technologisch hat Konstantinopel die meisten Technologien. Aha, ja gut, wir hatten auch 100%, aber okay, Byzanz hat einfach 4 Tech mehr, alles klar. Und ansonsten, wir haben fast die gesamte Karte erkundet, also da haben wir auch wieder ein Sternchen gekriegt. Yay! Gesellschaftsstatistik, Weltwunder. Ah, Konstantinopel hat ein Weltwunder, cool. Und, ja, okay, die größte Bevölkerung. Ich frage mich jetzt gerade, ob das Schiffe waren oder ob er auch Bauern hatte. Seldschuken hatten die meisten Burgen, das haben wir gesehen. Die haben aber nicht gut gehalten gegen Triboke. Ja, ansonsten, wir sehen da unser langsames Abreiben von Gegnern. So langsam ging es runter. Und ja, das war's mit dieser Mission. Ja, wir haben eigentlich noch ein paar Minuten, einfach um schnell mal... Oder sollen wir? Sollen wir nicht? Sollen wir? Ja, ich glaube, wir... Na doch, wir starten die mal. Der schlafende Kaiser. Ach so. Gut. Heute sollen wir nicht. Noch 6 Minuten. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt noch ein bisschen kürzer machen und dann... bei der nächsten dann quasi wirklich neu, frisch mit dem schlafenden Kaiser anfangen. Ich glaube, das mache ich sogar. Einfach, weil es fühlt sich ein bisschen richtiger. Also es hat so einen ordentlichen Fluss, den unterbrechen wir nicht nach dem Anfang vom Text und so. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das war Barbarossas Feldzug. Haben den erfolgreich überstanden. Zugegeben, wahrscheinlich nicht ganz so, wie es die Entwickler gedacht haben. Da habe ich natürlich die KI jetzt ein bisschen... böse ausgetrickst oder ausgenutzt. Aber hey, wir haben nur 4 Transporter verloren. Das muss man auch mal erst hinkriegen. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Falls ihr Tipps oder Anmerkungen habt, einfach schreiben. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und ja,
Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.